Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob vielleicht deine Leber schuld ist an deinen zahlreichen Beschwerden? Sehr wenige sprechen nur über die Bedeutung der Leber und vor allem auch, welche Nährstoffe unabdingbar sind für eine gesunde Leberfunktion. Die Leber ist unser größtes Stoffwechselorgan, das sogenannte Stoffwechsellabor des Körpers. Und wenn dieses System nicht gut funktioniert, dann können dadurch zahlreiche Beschwerden und Krankheiten entstehen. Mein Name ist Tobias von Knopp und Niehaus, seinem Kanal für ganzheitliche Gesundheit. Und in diesem Video schauen wir uns einmal die Nährstoffe an, die deine Leber unbedingt braucht, um optimal zu funktionieren. Das heißt einmal, um die Entgiftungsprozesse optimal zu steuern, aber auch sowas wie zum Beispiel Hormonbildung, Bildung von Galle und letztendlich alle anderen Stoffwechselaktivitäten, die bei einer nicht so guten Funktion zu Beschwerden und Krankheiten führen können. Dann schauen wir uns doch einmal jetzt gemeinsam an, welche Lebensmittel, welche Nährstoffe optimal für deine Leber sind. Allgemein solltest du erstmal darauf achten, etwas weniger Eiweiße zu dir zu nehmen, weil diese einen sehr großen Stress für die Leber, aber auch für die Niere bedeuten. Das Gleiche gilt für Kohlenhydrate. Die Leber profitiert sehr davon, wenn man weniger Kohlenhydrate zu sich nimmt. Der Hauptbestandteil der Kohlenhydrate sollte aus Gemüse erfolgen. Wenn man dauerhaft zu viele Kohlenhydrate zu sich nimmt, das muss jetzt nicht nur Zucker aus Süßigkeiten sein, sondern auch aus Weizenprodukten, also was wie Brot, Nudeln, aber auch Kartoffeln und Reis, also alles, was sehr, sehr viele Kohlenhydrate enthält, dann beginnt die Leber irgendwann Fett einzuspeichern, und zwar einmal in sich selber. Es kommt irgendwann zu einer Fettleber und danach beginnt es dann, sich als sogenanntes viszerales Bauchfett abzuzeichnen. Was auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist für eine gesunde Leberfunktion, sind die B-Vitamine. Hier vor allem Vitamin B1, B2, B3, B6 und das sogenannte Cholin. Cholin ist zum Beispiel sehr viel in Eigelb enthalten. Dann besonders für die Entgiftungsfunktion der Leber sind Schwefel, Selen und Zink noch sehr wichtig. Schwefel findest du vor allem in Kohlgemüse. So, jetzt weißt du, auf welche Lebensmittel du zu achten hast, welche du eventuell auch mal für dich reduzieren könntest. Und dann wäre natürlich die Frage, weißt du, wie gut es um deine Vitamin B-Versorgung steht? Falls du das nicht weißt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dies auch mal bei deinem Arzt überprüfen zu lassen. Und Vitamin B findest du halt vor allem in tierischen Lebensmitteln. Du kannst aber auch zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen. Damit sind wir wieder am Ende dieses Videos. Falls dir das Video gefallen hat, dann freuen wir uns riesig, wenn du uns ein Like und ein Abo dalässt. Damit unterstützt du unsere Arbeit und wir sehen, dass dir der Content gefällt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.